Geheimnisvoller Gott ist der Titelsong dieser CD. Und dieser Titel ist ein bisschen Programm, weil ich das Empfinden habe, je länger ich dieses Leben mit Gott führen möchte, umso weniger habe ich verstanden. Es gibt in Jesaja dieses schöne Wort, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege und seine Gedanken höher sind als unsere Wege. Dass in unserem menschlichen Naturell es komplett unmöglich ist, ihn zu erfassen. Dass wir so ein paar Ahnungen haben, aber nicht mehr als das. Und deswegen sagt der Text aus, geheimnisvoller Gott, kein Auge hat dich je gesehen. Geheimnisvoller Gott, wie könnte ich dich je verstehen? Unergründlich ist dein Geist, unerschöpflich deine Kraft. Unverwerflich ist dein Versprechen, was du mir gibst. Unvergänglich dein Wort, unvergänglich dein Herz, weil du ewig bist. Ich finde diese Wahrheit sehr tröstlich, dass ich nicht alles begreife, dass ich nicht alles verstehen muss, dass ich nicht noch ein, zwei Jahre in Gottesdienste gehe und dann kommt so gähnende Leere auf, weil ich das Empfinden habe, been there, done that, alles schon mal gehört. Sondern im Gegenteil, die Bibel spricht davon, dass wir eine ganze Ewigkeit Zeit haben, um diesen Gott zu ergründen, weil er so groß ist, weil er alles gemacht hat, das, was man mit dem Mikroskop nicht sehen kann, weil es zu klein ist. Und das, was man selbst hinter dem größten Teleskop nicht sehen kann, weil es in Galaxien liegt, die weit entfernt sind von unserer Wahrnehmung und von dem, was wir je erfassen können. Gott ist alles umfassend, er war vor aller Zeit und wird am Ende sein, das zumindest sagt die Bibel. Und es ist ein sehr spannender Fokus zu denken, ich habe eine ganze Ewigkeit Zeit, mich damit zu beschäftigen. Es gibt jemand, der hat mal ein Bild für die Ewigkeit gebraucht. Der hat gesagt, das ist wie ein diamantener Berg, wo alle 1000 Jahre ein Vogel geflogen kommt und einmal dagegen pickt. Und wenn der ganze Berg abgetragen ist, dann ist gerade eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Für mich ist das ein spannendes Bild dafür, dass Gott viel, viel größer ist, als wir das erfassen können. Und dass unser kleiner Geist, unser kleiner Verstand gar nicht dazu in der Lage ist, die Größe und die Weite, die Tiefe und die Nähe zu erfassen, die von ihm ausgeht. Trotzdem, diesem Gott nachzuspüren, ist eines der größten Geheimnisse, was wir lüften wollen in unserem Leben. Und es ist besonders, diese Pilgerreise lohnt sich.